Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge im Single LS15 auf der Volksholm. Ja, im letzten Mal hatten wir es irgendwie hinbekommen, unsere Dinger für Stände hochzukriegen. Ja, der fährt. Ich habe den Drescher beauftragt, ja. Ja, wir haben einen neuen Traktor. Das war den hier. Dann haben wir uns die Roll, die Class Roland 250, die gebrauchte Version gekauft und eine Sämaschine, ganz normale, und ein Krone Quadro, wenn ich mich nicht irre. Nee, Quadro, ja, okay. Ja, weil heute. Weil dieser Traktor ist sehr, sehr praktisch. Besonders für die Dinge, die wir ihn brauchen. Erstmal brauchen. Nee, eigentlich wollte ich es doch gar nicht hier mit dem machen. Den hier wollte ich doch nur zum Ausprobieren. Dem hier wollte ich naja, probieren, ist gut gesagt. Wollte ich arbeiten. Ja, ihr fragt euch sicherlich nicht, was wir vorhaben. Müsst auch nicht. Feld 12 kaufen so. Na, Feld 28 und na, Feld 29, ne. Feld 28, würde ich sagen, machen wir Gras. Das nicht zu knapp. Ja, Feld 28 kaufen. Der K700 fährt auch, also den müssen wir auch eigentlich mal ablösen. Aber nö. Ja, und unsere Mischstation. Ich habe kein Wasser. Das ist nicht gut. Dass die kein Wasser haben. Ja, heute letzter Ferientag. Denke ich mir so. Nimm's noch mal eine Runde auf. Weil, ihr glaubt's mir nicht. Ich habe unheimlich viel Spaß daran, diese Map hier zu zocken. Und ja. So, derzeit können die sich immer ausbreiten. So, schönes Gerät. Machen wir mal aus. Sollte eigentlich dicke reichen an Wasser. Denke ich mir.
haben jetzt auch schon über die Hälfte wieder leer gefahren. Gerade irgend so ein Kiddie vor der Tür. Oh, so schafft das rückwärts und jetzt mit der Saatmaschine irgendwie nicht. Und der hat noch 124 Liter im Tank. Das heißt, der ist bald leer. Da jetzt ein Baumstamm hin. Sollte jetzt eigentlich genügen. Mit dem an die Seite fahren. Der steht. Das Ding gar kein Spurreißer. Doch. Ich meine, wir bräuchten ihn nicht, aber naja. So, also hier läuft es schon mal. Das dauert jetzt auch. Einige, naja, eigentlich glaube ich nicht. So, aber denken sich vielleicht, brauchst du nicht auch noch einen Wender? / Zeta, wenn du Heuballen machen möchtest. Nö, wollen wir. Wollen wir. Möchte ich nicht.
rede ich? So. Mit dem Sehen, das dauert noch. Und darüber mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. So, jetzt lassen wir mal den Helfer gondeln. In der Zeit können wir mit dem hier arbeiten. Kommen jetzt eigentlich noch zwei von so einen Hängern? Ich glaube nicht mehr, oder? I don't know. Nee, wir haben noch zwei. Hier mit den drei Schildern dürfte es ausreichen. Ach, lass mal an. Ja, ich nehme heute Abend noch, also 4.9. ist der Zeitpunkt von dieser Aufnahme für 2 Folgen. Ja, nicht auskippen, nicht gut. Nehme ich noch eine weitere Mod-Vorstellung auf, weil die letzte ganz gut ankam für meinen Lieblingsmod. Und an Forstgeräte haben wir das neu, das Ding neu. Wo ist mein Skidder? Den ich mir geholt habe. Ja, also es ist schon ein bisschen was, was wir neu haben. What the?
Sie haben da auch was Neues. Hier nicht. Hier haben wir auch dieses Ding neu. Ja, Seemaschinen haben wir. Die hier neu und die hier. Also wir haben ein bisschen was neu. Bisschen. Antraktoren haben wir auch. Ja, ich denke, könnte etwas Neues. Raupen. 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 Ja, es waren so ein Raupenpack drin, also. Dachte ich mir, holst du dir? Noch 50%. Was hier aber so weitergeht, was wir so alles einlagern müssen, dann. Unser Helfer mit dem K700 ist fertig. Steht. Kann aus. Ist 88% voll. Können wir nach Hause tippeln. Finde. Ja, okay. Dummer kann man sich ja nicht anstellen. Vor allen Dingen, der hat doch schon einiges verbraucht. Jetzt ist schon wieder an der Zeit. 40 Liter. Ich dachte, der wäre fertig, aber nein. Komm, machen wir mal schnell den Streifen hier alleine. Und morgen beginnt die Schule. Das hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Liter am Tank. Also es hört sich viel an, aber es ist schon im roten Bereich. Und das heißt nicht gut. Hier stellen wir mal einen Helfer ein. Kein Bock mehr. Gezwitscht.
nicht mal so viel kostet, also schon praktisch. Weiß ich, dass wir an den hier noch was anbauen können. Also rückwärts ganz schnell. Klar. Ja, so viel scheint der ja auch nicht zu verbrauchen und von den PS-Zahlen geht's. Das mit dem Ansehen für die Wiese, das dauert noch. Zotteln wir hier mit los. 150 PS Traktor. Der aber dicker ausreicht dafür. Ein bisschen klein ist vielleicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von diesem Glasmähdrescher, der ist perfekt. Perfekt für unsere paar Felder. Ja, ja, können wir benutzen. Ah, der fährt noch. Kommen wir hier aber wieder zum Wichtigen im Leben, nämlich die Folge beenden. So, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.